Wo waren denn jetzt die blöden Hasis? Alter, jetzt mach mich nicht schwach. Habe ich das nicht gesagt? Wenn ich die doofen Karotten habe, finde ich die doofen Hasis nicht mehr. Wartet mal, da hinten ist hell. Ne? Da war die Lava. Da. Genau. Mach mal die Möhre. Da, da, Hasis. Hasi, ich komme. Du wirst es nicht glauben, ich habe Möhrchen. Möhrchen dabei. So, du, schwarzes Haar. Na! Okay, die Folgen. Na, wie geil! Kann ich dich füttern? Ah! Okay, den könnte ich jetzt vermehren. Mit einem anderen Hasi. Du bist zu klein, ne? Nee, du kannst noch nicht. Gibt's hier noch ein anderes Hasi? Oh, jetzt hat er Herzchen. Jetzt hat er Herzchen. Der möchte sich verlieben. Ja, aber nicht in mich. Ich weiß, ich habe die Möhre, aber... Der möchte sich verlieben und ich finde kein zweites großes Häschen. Och, das ist doch tragisch. Oh Gott. Ja, ich guck doch. Ich guck doch für dich. Wo sind denn alle? Hier waren doch so viele. Alter. Ja, sie ist halt... Ja, toll. Jetzt hat sie's ausverliebt. Na gut. Schwupp, Möhre weg. Schon ist das Interesse weg. Ja. Super, vielen Dank auch. Das ist ja schon interessant hier gerade, ne? Folgst du mir jetzt die ganze Zeit? Kann das sein? Ich habe die Möhre nicht mehr in der Hand. Nee, folgt mir nicht. Nee, sitzt jetzt... Nee, das ist der Kleine. Da ist der Große. Ich bin verwirrt hier gerade. Diese Schlucht hier, die fixt mich ja gerade echt ein bisschen an, ne? Aber ich habe auch eigentlich... Habe ich nichts dabei. So richtig. Jetzt hier mal eine Fackel. So. Will ich mal gucken. So tief ist das aber auch gar nicht. Da unten ist ein Arsch voll. Ein Arsch voll Zeug. Wir haben ja noch Spitzhacke. Drei Stück, wenn ich das richtig sehe. Ja, sollten wir auch nehmen, ne? Ja, super. Zwei Stück. Okay. Ach Mist, ey, warum ist das hier so blöd immer? Gib mir mal den Cobblestone. Können wir uns doch vielleicht mal versuchen, hier mal runterzubauen. Irgendwie so ein bisschen. Ich möchte ja wenigstens schon mal nur mal kurz da unten gucken. Ich will ja nichts Schlimmes. Vielleicht finden wir ja schon irgendwas Cooles. Wir sind jetzt auf Höhe 61, ist das richtig? Jo, das stimmt. Diamanten gibt es ja erst irgendwo bei 13, 14 so in dem Schnitt. Höhe, meine ich, ne? So tief werden wir jetzt nicht gehen. Aber wir können ja trotzdem mal schon mal so einen Abstieg hier machen. Weil da waren hier so viele Schluchten, glaube ich. Ich der Wahnsinn. So, hier war doch eben... Wo ist es? Ach, hier. Ach, das ist hübsch. Dann kann ich mich doch mal hier bauen. Guck mal, so. Dann kannst du doch schon mal mit. Ja, und die weißen Steine, die nehme ich auch mit. Die gefallen mir gut. Die nehme ich auch mit. Und das nehme ich auch noch mit. Mit den weißen Steinen können wir irgendwas Hübsches machen. Hätte ich eventuell sogar schon ein Ideechen für. Irgendwann, aber da brauchen wir dann natürlich einiges an weißen Steinchen. Oh, schön, dass ich hier direkt an der Lava rauskomme. Die machen wir mal zu. Ja, jetzt habe ich mir hier... Ach so, ich habe mir mal... Ich bin blöd. Ach man, ich bin aber blöd. Jetzt habe ich mir hier den Abstieg versaut. Ja, dann muss er wieder dahin. Ist ja doof. Ja, kriegen das hin. Don't panic. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Es ist ja manchmal... Ist es ja nicht ganz so einfach. So, können wir jetzt mal hier irgendwie runter einfach... Gott, ich will da nur runter. Was für eine Affenaktion hier immer. Meine Herren, ey. So, sind wir angekommen. Ist ja wunderbar. Dann packen wir hier mal eine Fackel hin. Damit ich auch weiß, wo es hochgeht. So, Alter. 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 Okay.
Ich wollte eigentlich gerade sagen, Alter, es ist Kohleparadies und Eisen hängt da auch ohne Ende. Aber okay. Was haben wir hier? Och, leck mich! Jetzt habe ich mich die ganze Schlucht runtergebaut. Nur um dann festzustellen, dass es hier einen super Abstieg oder jedenfalls einen kürzeren gegeben hätte. Hasse euch. Hasse euch. Was ist das hier? Sackgasse? Was hier? Hier müssen wir doch mal gucken. Ah, hier müssen wir mal ganz kurz reinlunzen. Aha. Ist das da Lava? Könnte, ne? Ein Ausgang wird es, glaube ich, nicht sein. Dafür kommt das Licht von unten. Komm hier raus. Mal da gucken. Jo, Lava. Lava, Lava, Lava. Aber auch immer nicht viel, ne? Krabbel mal hier so an der Seite lang. Nehme all dieweil diese Kohle schon mal mit. Also, wir haben hier Ressourcen ohne Ende. Also, ihr müsst keine Panik haben, weil ich hier alles liegen lasse. Aber ist Unsinn. Wir brauchen nicht alles mitnehmen. Warum? Wir haben genug. Die Karte ist voll mit Zeug. Es ist der Wahnsinn. Wir werden hier auf jeden Fall nicht an Kohlemangel sterben. Das ist mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja. Aber ihr könnt trotzdem bitte aufpassen, nur weil ich hier Eisen und Kohle ignoriere, weil wir so viel haben, heißt das nicht, dass ich auch Diamanten ignoriere. Ja? Also, wenn ihr feststellt, dass Klein Trin hier an Diamanten vorbeirennt, ohne sie mitzunehmen, geht bitte davon aus, dass ich sie nicht ignoriere, sondern dass ich sie dann tatsächlich übersehen habe. Und dann bitte macht den Mund auf und schreit mich an. Sagt mir die Koordinaten und dann gehen wir zurück und holen die. Weil die Diamanten wollte ich ja jetzt nicht ignorieren, ne? Nur die Sachen, von denen wir echt genug haben. Und wie gesagt, ich finde es irgendwie auch doof, so eine Map leer zu machen. Wir müssen ja nicht in der Nähe unseres Heimatortes alles leerräumen und überall Löcher und Lücken hinterlassen. Und wenn wir dann irgendwann mal wieder was brauchen, weil es alle ist, dann müssen wir 2 Millionen Chunks weitergehen. Wisst ihr, was ich meine? Hier ganz in Ruhe und gechillt. Ich glaube, das Wort wird noch öfter fallen in diesem Let's Play. Ganz in Ruhe und gechillt hier abbauen und vor uns hinbauen und alles wird gut, ich bin mir sicher. So. Aber wie gesagt, also wenn ich die Diamanten ignoriere, schreibt mich an, weil dann habe ich sie übersehen. Ja, ist ja gut. Du willst mir sagen, ich soll den Gravel mitnehmen, ne? Ja. Mache ich das doch. Dann mache ich das doch. Tue ich dir doch den Gefallen. Eigentlich wollte ich doch nur gucken in der Schlucht, ne? Super. Die Schlucht war irgendwo und ich hab's vergessen. Egal. Hier, gucken mal hier. Wir gucken mal hier weiter. Vielleicht geht es ja hier auch schon hin, irgendwo, wo es Diamantos gibt. Obwohl ich jetzt auch gar nicht so viel hätte, was ich aus Diamanten machen möchte. Aber Sackgasse, wunderbar. Aber ich möchte mir natürlich vielleicht, ich spekuliere so ein bisschen mit einem Zaubertisch. Da brauchen wir, glaube ich, einen für. Und ich möchte auf jeden Fall mindestens eine Spitzhacke haben aus Diamanten. In der Hoffnung mit dem Zaubertisch, dass wir es irgendwie hinkriegen, da Behutsamkeit drauf zu verzaubern. Aber ich habe das alles ewig nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß noch nicht mal, wie man sich einen Zaubertisch macht. Weil ich glaube, man braucht Obsidian. Alter. Oh, ne. Darunter. Ich will da runter. Obsidian und Diamant oder so. Komme ich da hier irgendwie runter, ohne dass ich mich runterbuddeln muss? Jetzt ist doch gar nicht mal. Alter. Da hat einer hier. Da hat aber schon mal einer. Ich setze auch gar keine Fackeln, ne? Ist das schon jemandem gerade mal aufgefallen? Ich habe es gar nicht nötig, ne? Wir haben es nicht nötig. Ich habe ja einen Wegpunkt. Wir kommen schon irgendwie heim, irgendwann. Weiß zwar jetzt nicht, ob in diesem Leben, aber irgendwann kommen wir schon heim. Ja, es tut mir leid. Ja, wir kommen heim. Von wo bin ich? Ach, hier. Nein, nein, die Fackel. Doch, mein Alter, mach einfach die Fackel dahin. So. Oi, oi, oi.
Aber ich glaube, spätestens wenn die Spitzhacken alle sind, ne? Hab ich. Ach nee, wir haben Holz. Wir haben Fichtenholz. Wir können ewig und 3 Tage hier unten überleben. Überhaupt kein Problem. Essen brauchen wir nicht. Essen ist sowieso völlig überbewertet. Jetzt haben wir Höhe 25 schon, liebe Leute. Oh, Mann, guck doch mal, hier hängt es doch überall, ey. Ey, wir können hier ewig leben.